Okay. Warte mal, kriegen wir einen dritten Fisch? Den könnten wir gleich ein bisschen ausprobieren. Ich hab noch Dynamit gefangen. Also mehr als zwei. Aha, achso, warte mal kurz. Essen wir den hier mal schnell? Hier ist komisch. Da ist doch was verdammt. Was? Schnell weg! Ups. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Kannst durchschauen. Oh Mann. Schnell weg hier. Mann, aber wieso ist es noch nicht hell genug? Darf nicht sein. Wie kriege ich es denn noch heller hin? Also. Das einzige Licht. Nochmal. Sicher ist sicher. Reicht immer noch nicht, oder? Die Watte leuchtet immer noch nicht hell genug. Ich sollte das Ganze mal von einer anderen Seite betrachten. Ja, ich weiß nicht, was er damit meint. Hier vielleicht. Oh, ach so, lol. Wenn ich hier zu Werke gehe, muss ich aber erstmal sagen. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Oh Mann. Ach so, ich wusste gar nicht, dass es hier weitergeht. Ja, gut, dann gucken wir mal hier nach. Fahrstuhl, hä? Kontrollen. Was haben wir denn hier? R, U, F, das war's nicht. Das vielleicht. R, U, ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Okay, Öltank. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Reicht das hier vielleicht? Stimmt, Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Was könnte ich denn da reinfüllen? Stimmt, Zucker im Tank, aber dieser Fahrstuhl... Hä, was? Ja, hä? Ich versteh's nicht. Sardelle? Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Ja. Plattform. Verdammt! Funktioniert denn hier gar nichts? Putzschrank. Ah, Putzschrank. Ja, das klingt gut. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen kann. So, gut. Nehmen wir das mal mit. Oh, das ist noch ein Eimer. Nehmen wir natürlich... Ah, nein, ich will den Eimer. Rufus, ich will den Eimer mitnehmen. Dankeschön. So, Wasser. Richtig, gut, ich weiß, wo ich Wasser bekomme. Machen wir das erstmal sauber. Mal gucken, ob sich dann irgendwie was ergibt. So, das sieht aber echt aus wie Gülle, gell? So, hier, Eimer. So, jetzt kommt da die Seife rein. So. Schaumig. Ja, soll's ja auch sein. Grünes, schaumiges Wasser, das mag doch jeder. So, komm. Komm, Rufus, schneller. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit. So, jetzt den Wischmopp rein. So, jetzt haben wir ein richtig schönes Putzset hier. So, jetzt... Machen wir hier mal ein bisschen sauber. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ja. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist! Der Wischmopp ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Das sieht aus wie Haare, Alter. Kann man das als Haare benutzen? Upsi! Ich hatte bloß eine Klappe. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel um das Licht. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Ach, so funktioniert das. Aha. Moment, jetzt wollen wir den Spiegel hier erstmal reparieren. Falls das funktioniert. So, dann hier. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt.
Hier sind ja noch mehr Teile. Oh Mann. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ja, klar. Aber mal fangen wir hier unten links an. Nein, das ist der falsche. Ups. Ah, kann ich drehen? Ja, ich kann drehen. Okay, gut zu wissen. Hä? Der passt doch. Der passt doch. Hä? Wie müssen... Muss der hier zuerst rein oder was? Hä? Oder... Ja, erstmal hier die... Ach... Ja, welcher soll denn sonst rein? Der hier passt ja wohl nicht. Oder müssen es dieselben Farben sein? Also der hier würde perfekt passen, also... Ich weiß nicht, was er hat. Aha, von den Mustern her muss ich auch gucken. Stimmt, Warte mal, erstmal diesen... Der Strich hier sollte ja einfach sein. Das ist hier... Oder hier unten. Nein. Erstmal die Striche hier. Ja, der ist gut. Blau zu blau. Deswegen der hier... Ah, nee. Es braucht ja einen Strich. Oder ist es wirklich blau zu blau? Muss das sein? Vielleicht auch nicht. Rot. Rot, ja. Rot passt. Okay, Nee. Kleines Puzzle hier. Wo hat es hier nun einen einzelnen Strich? Jetzt so eine Ecke. Das kann... Ja. Da haben wir es. So, dann noch diesen hier. Wo haben wir denn? Dreieckspitze. Oder so eine Art Dreieckspitze. Vielleicht hier? Nee, das ist falsch. Ah nee, warte mal, da oben ist ja auch noch ein Strich. Stimmt, warte mal, hier. Das kommt hier rein, gell? Ja, stimmt. Stimmt, Nein, ist falsch. Jo, warte mal, hier? Nee. Gibt's eine Anordnung der Farben? Das wäre vielleicht noch interessant zu wissen. Ah, vielleicht auch nicht. Ach! Was hier so einen einzelnen Strich hier? Das ist ja... Also ich gehe davon aus, dass es ein Dreieck sein soll. Ja gut, stimmt. Wer sagt, dass es ein Dreieck ist? Das ist die andere Frage. Das sieht passend aus, ja. So, Jo, nice. Einfach ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, das ist am einfachsten, anstatt hier spezifisch die Teile zu suchen. Oh, das sieht nach einer 7 aus. Das heißt, sie muss... na gut. Hier, ja. Ah, es gibt so wie eine Art unteren Rand. Okay, gut zu wissen. Nein. Vielleicht passt das hier ja irgendwie rein. Nein. Ah, ach so, das soll ein einzelner Strich sein, so. Steht wahrscheinlich für eine 1 oder eine 7 oder so. Na, ist vermutlich eine 1. Nein. Nope. Ne. Nein. Da oben muss es einen spitzen Rand geben. Nein. Ach, come on.
Ah, der passt gut. Jo, nice. Ja, langsam kommt's doch. So, nein. Ah, sehr gut. Mist. Oh, geht nicht. Passt alles nicht. Scheiße, der passt aber. Oh, was ist denn das für ein Symbol, ey? Was zum Teufel? Jo. Das passt, dann passt. Ach komm, das muss doch hier passen, ey. Oder das hier? Ja, das hier, okay. Nein. Ah, das hier. Ey, das passt zu gut, komm. Oder das hier. Ja. Gut, ja, dauert nicht mehr lang, dann haben wir es auch schon, ey. Geil. Nein. Ach, komm, gib her. Ich brauche irgendwas für hier unten. Das muss ja auch mit dem Symbol da unten übereinstimmen, deswegen. Ah, was könnte das sein? Ah, das stimmt, okay. Da habe ich jetzt ein bisschen geraten, wenn ich ehrlich sein will. Hier bräuchten wir halt so ein... Ah, so. Oh, es fehlt immer noch eins. Ich dachte, das wäre vollständig nachher. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Oh Mann. Hä? Das heißt, das ist das falsche Teil, oder was? Ich hab das falsche Teil. Oder mir fehlt ein Teil. Irgend sowas. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Grilldonnerstag, schöner Begriff, Rufus. So, nehmen wir das Ding mal mit. Gucken wir uns doch mal hier. Vielleicht hier. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Aha. Wo finde ich jetzt so ein Musikstück, gell? Fehlt mir immer noch. Und hier kann ich ja nichts machen, außer hier, Ja, das wäre so, aber solange... Kann ich das vielleicht füllen? Mit dem? Ich weiß nicht. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch, Dingens hier, Lust und Seife. Lust und Seife. Das allein reicht Lust und Seife. Ja, gut. Ja, gut, was können wir damit machen? Upsi. 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 Ist komisch. Da ist doch schnell. Was kann ich jetzt mit den Gegenständen machen, die ich hier habe? So, hier, das Ding ist immer noch kaputt, das Loch hier. Mir fehlt also irgendwie noch ein Teil. Oh, Kieselsteine? Kann ich dann mit Kieselstein machen?
Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Was ist denn das für ein Code überhaupt? Ist gar kein Code, kann das sein? Sieht mir zumindest nicht danach aus. So. Oh ja, gut, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Was kann ich damit machen? Ein Stein. Fehlt nur noch das Ge... Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Oh Mann. Ja, was kann ich denn mit dem Stein machen? Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Ja, was kann ich denn mit dem Stein machen, Rufus? Sag mir das doch mal. Ich weiß es nämlich nicht. Kann ich einen Stein da reinwerfen? Das wäre lustig. Nein, mein Mantel hat... Ich will gut... Oder den kann ich mit Öl füllen. Oh, das war clever. Das könnte eine elysische Frisur sein, so ölig wie das Ding ist. Siehst du, ich hab gesagt Frisur. Warte mal. Ich hätte jetzt Lust, das Goal anzuziehen. Moment, warte mal. Wenn ich es ausleuchte, sehe ich vielleicht das fehlende Teil. Nee. Hat nichts geändert. Okay. Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. Ja, was mache ich denn? Soll ich das kaputt machen? Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Ach so, du brauchst noch eine Schusswaffe. Aha, ich dachte, er kann denn der Rufus nicht nochmal einfach einen Stein werfen. Kennt man das nicht in Deponia? Haha. Scheiße, Mann. Was mache ich denn jetzt mit dem blöden Stein? Und ich habe ja immer noch, ihr Ding. Ja. Jetzt steht er auf geschmacklos. Ich gebe ihm mal die Frisur. Hier, bitteschön. Ah, ich kann es dir nicht geben. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Das könnte eine Elyse. Wie wohl das Kopfkissen von diesem Kletes ab? Oh Mann. Upsi. Stimmt. Sie könnten etwas öliger sein. Om nom 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 nom. Also, ich weiß nicht, was geschmacklos mir helfen soll. Jetzt steht er auf. Was nützt mir überhaupt Calzone? Ich weiß es gar nicht. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 mm nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Hier steht. Was, willst du mich verarschen? Jetzt steht er auf. Vorhin ging's doch auch. Jetzt steht. Hier steht. Oh Mann, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Was mache ich denn jetzt? Was ich denn hier jetzt? Was ist hier jetzt denn zu tun? Moment. Kann ich es vielleicht von der anderen Seite. Warte mal, wenn ich es jetzt so leuchte. Das dann, nein, es hat hier keinen Einfluss, okay. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Oh ja, Teleportation, Rufus. Ist ja vorhin gesagt. Das musst du dir für später aufheben. So, was machen wir denn jetzt? Kieselstein in den Tüppel werfen. Wie wär's damit? Nein, nicht! Hä? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. What the fuck? Ich habe es nicht, meine alten...
Ich spare mir meine Tele. Nein! Ja, okay, das ist einfach das. Zack, zack. Cool. Die Entwickler müssen viel Spaß gehabt haben beim Programmieren. Nein, nicht! Oh, Rufus, nerv mich nicht, komm. Dieser Dümpel muss doch für irgendwas gut sein, oder nicht? Cool. Für irgendetwas. Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger. Ja, 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 sicher. Hier kommt Rufus. Rein mit euch. Also der andere Ruf. Hä, was? Hm. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Hm. Ich hätte tatsächlich so komisch. Ach so.